Ach du Heilige! Ach, was ist das denn? Woher kann denn LeChuck bitteschön Monkey Combat? Frage ich mich gerade. Das ist überhaupt wirklich die ganze Story. Das ist doch alles komplett an den Haaren herbeigezogen, Alter. Ich muss mein Gehirn ausschalten, damit es nicht beleidigt wird. Das ist teilweise so traurig, dass... So, jetzt, ich leg mal kurz das Gamepad beiseite, denn jetzt wird es Zeit für Monkey Combat in den letzten Atemzügen gegen LeChuck oder gegen den Australier. Und überhaupt, warum werden bei einem Spiel wie Monkey Island die Worte Schwuchtel und Tunte verwendet? Australische Tunte. Das geht nicht. Das ist nicht Monkey Island. Freunde, es tut mir leid, ich liebe Monkey Island, aber Monkey Island 4 ist... Das ist das Highlander 2 der Monkey Island Serie. Entschuldigung. So, ich möchte aber gar nicht nölen, denn er ist jetzt ein... Ne, er ist jetzt der schnelle Schimpanse. Ne, wir sind der schnelle Schimpanse. Er ist der panische Pavian. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der panische Pavian ist gegen den ängstlichen Affen anfällig. Wir müssen vom schnellen Schimpansen zum ängstlichen Affen OCE. Ob wir ihn kriegen, weiß ich nicht. Wird schwer. Bams! Hä? Also er kostet uns immer 3 Bananen und wir ziehen ihm gerade mal eine ab und er regeneriert wieder. Das heißt, wir können gar nicht gegen ihn gewinnen, wie es aussieht. So, er ist der schnelle Schimpanse. Schneller Schimpanse ist anfällig gegen... gegen GG und PP. Wir sind gerade der RA und müssen GG oder PP werden. OAE, Moment. OAE. Bidi, 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 bidi. Bams! So, schnelle Schimpanse verliert. Wir können nicht gewinnen. Ach, wir haben aber auch wieder Energie auf... Alter, was hat der uns denn da gerade abgezogen? Wir ziehen ihm gerade mal ein Bananchen ab und jetzt regenerieren wir eine. Noch eine. Alter, wir regenerieren die ganze Zeit, wenn wir warten. Und er regeneriert auch. Das geht doch gar nicht. Ich kann hier gar nicht gewinnen. Ich kann nicht so schnell gucken, wie die Bananen regenerieren. Und vor allem bei ihm geht das viel schneller als bei uns, weil er mehr Zeit hat. Das heißt, wir können diese Runde gar nicht gewinnen. Er ist der panische Pavian. Da muss ich erstmal die Liste gucken. Ängstlicher Affe oder BB. Wir sind gerade GG. Ich gehe auf BB mit EOC. EOC. Transformieren. Ramrod Infanterie. Voller Energie. So, wie man sieht, das geht nicht. Er ist jetzt vom panischen Pavian zum ängstlichen Affen. Ich guck mal ganz kurz. Ängstlicher Affe ist gegen SS. Wir sind gerade BB auf SS ist AOE. Na los, hallo. Ne, keine Chance. Wir können das nicht so schnell machen, wie er regeneriert. Das geht nicht. Das funktioniert alles nicht. So, er ist jetzt der gesellige Gibbon. Ist anfällig gegen PP und BB. Wir sind gerade SS auf BB AOE. Moment. Ne, wir können da nicht hinterher. Wir können nicht so schnell zuschlagen, wie er regeneriert. Das ist unmöglich zu gewinnen. Das geht gar nicht. Rein vom zeitlichen her. Ich probiere jetzt mal Folgendes. Er ist der schnelle Schimpanse. Ich versuche mal gerade Remis. Vielleicht verlieren wir dann, ich weiß es nicht, aber ich weiß auch nicht, was dann passiert. Wäre auch mal interessant zu sehen, was passiert, wenn wir verlieren. Würde mich mal interessieren, weil Monkey Island wäre dann ja quasi zu Ende. So, schneller Schimpanse, wir sind gerade BB, gehen auf SS. Moment, BB, SS, AOE. So. Remy Martin. Und wann ich stirbt denn... Huch. Huch. Er ist also ein ängstlicher Affe geblieben. Ich probiere mal Folgendes. Wir sind gerade betrunkener Brüllaffe. Ich gehe jetzt auch auf ängstlicher Affe mit AOC. So, jetzt müsste ja wieder Remy Martin kommen. Das schmeckt dem Piraten. Wir bleiben voll aufgeladen, egal was wir machen.
So, wir stecken jetzt, wir kassieren die ganze Zeit. Geselliger Gibbon und erst betrunkener Brüllaffe. Geselliger Gibbon, Moment. GG auf BB, EOC. Es ist egal, was wir machen. Es ändert einfach nichts, was wir machen. Huch! Was? Hey, was ist hier los? LeChuck, Sie kolossale Idiot! Hören Sie sofort damit auf! Hey, das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich bin Ozzy Mandrew, die Zukunft der Karibik. Ich befehle, halt, nein, ne, oh. Oh. Ja! Ja. Nein! LeChuck. Elaine! Großpaps! Ja, ja. Mein Engel. Jojo! Denk nicht mal dran, Weichei. Guybrush, wie kann ich dir je danken, dass du mich zu meiner Enkelin zurückgebracht hast? Nun, für den Anfang, wie wär's mit deiner Hose? Ist schon so gut wie erledigt. Außerdem... Ja? Würden Sie bitte wieder Gouverneur von Mealy Island werden? Keine Chance. Ich hab den Job immer gehasst. Warum, glaubst du wohl, bin ich bis nach Australien gesegelt? Wegen des schlechten Essens? Bitte, Großvater. Ich halte es als Gouverneurin nicht länger aus. Mir fehlt das Piratenleben. Guybrush und ich brauchen die offene See. Schwertkämpfe, Abenteuer. Wir sind zu jung für eine Bürokratenkarriere. Ja, einverstanden. Aber wehe, ihr besucht mich nicht. Jeden Monat. Und ich erwarte jede Menge kleine Piratenurenkel. Mal sehen, was sich machen lässt. Und damit schließt sich der Kreis des Lebens. Hey, der Affe kann ja sprechen. Oh, Elaine, darf ich vorstellen? Jojo Junior, der Affenprinz von Monkey Island. Gut, danke, edler Jojo. Durch deine Hilfe sind die sieben Meere für uns Piraten endlich wieder sicher. Es war mir ein großes Vergnügen, Mrs. Threepwood. Aber nun muss ich sie leider verlassen. Irgendwo dort draußen gibt es für meine Brüder und mich mit Sicherheit etwas zu erledigen. Wohin gehst du? Keine Ahnung. Wie ich höre, ist Martha's Vineyard um diese Jahreszeit sehr schön. Aber zuerst möchte ein Mitglied unserer Crew von Bord gehen. Timmy! Lebt wohl, ihr alle. Lebt wohl, Jojo. Wir werden dich nie vergessen. Natürlich werde ich ihn nie vergessen. Immerhin ist er entsprechender Affe, wenn das nicht krank ist. So, wir haben die Villa gerettet, deinen Großvater gefunden und geschafft, dass sich blutrünstige Schurken in der Karibik wieder wohlfühlen. Wow, ich hätte nie gedacht, dass die Ehe so viel Spaß macht. Guybrush, nun der Großpaps wieder Gouverneur ist, sind wir frei. Wir können endlich tun und lassen, was wir wollen. Ich möchte ein Pirat sein. Ich möchte ein maßstabsgetreues Schokoladenpirat kaufen. Haben Sie was zu essen? Was? Haben Sie was zu essen? Was? Ich hätte mal wieder Lust auf eine runde Seekuh reiten. Hey, Kleine, mach mir die Elaine. Was? Haben Sie etwas zu essen? Ich bin am Verhungern. Elaine? Hasi? Oh. Ja! Oh. Tja, LucasArts Entertainment Company Trademark präsentiert die Flucht von Monkey Island Trademark. Tja, ich glaube, das war's jetzt mit Monkey Island 4. Wir haben uns trotz aller Widrigkeiten durchgebissen. Ist ja unfassbar. Meine Fresse. Ich muss zugeben, ich hätte stellenweise nicht gedacht, dass wir bis ans Ende kommen. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich war teilweise so ein bisschen davor, das abzubrechen. Es tut mir leid, aber es war stellenweise wirklich schrecklich. Einfach schrecklich. Auch allein die Story und alles war so verworren und tralala. Wie gesagt, Monkey Island 4 ist so ein bisschen für mich das Highlander 2. Wer die Highlander-Reihe kennt, vor allen Dingen nach Highlander 1, Highlander 2 war einfach, das war so ein Highlight. Ich komme vom Planeten Zeist. Weißt du, und genauso war das hier auch mit dem Australier und bla 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 und
der komischen Wortwahl und alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und plötzlich ist da eine Roboter und plötzlich weiß ich, ganz komisch. Wie bei Indiana Jones 4, als du da die ganze Zeit Archäologie hast und plötzlich Außerirdische. Das war auch so schräg. Das ist genauso hier, war es hier so auch so ein bisschen Indiana Jones 4, lustigerweise auch von Lucasfilms. Naja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, Ron Gilbert schafft es auf jeden Fall, die Rechte von Monkey Island wieder freizukaufen von Disney, die ja inzwischen Lucasfilm gekauft haben, die ja wiederum LucasArts aufgekauft haben. Das ist ja darin aufgegangen einfach. Ich bin sehr gespannt. Ich drücke alle Daumen. Ich würde mich so über ein neues Monkey Island von Ron Gilbert freuen. So sehr, so unglaublich sehr. Und ich bin froh, dass wir den vierten Teil durchhaben. Er war ja nicht ganz... Also er war ja nicht immer schlecht. Die Grafik gut, ist eine Katastrophe, aber da kann man sich dran gewöhnen. Die Steuerung ist eine Katastrophe, da kann man sich nicht dran gewöhnen. Die Story ist eine Katastrophe, kann man aber mit zwei zugedrückten Augen durchgehen lassen als kleines Spaßding. Streckenweise ein bisschen lang in einigen Sachen, vor allem die Rätsel waren streckenweise ein bisschen... Naja, nicht unbedingt herausfordernd auch, aber teilweise halt sehr repetitiv in sich. Und Monkey Island 4 auf jeden Fall, so leid es mir tut für alle Leute, die Monkey Island 4 mögen, mit dem Teil in die Reihe reingekommen sind oder mit dem Teil angefangen haben, Spiele zu spielen, da gab es ja auch einige. Aber es tut mir leid, Monkey Island 4 ist der schlechteste Teil der Serie, es tut mir sehr leid. Aber wir haben immerhin jetzt alles komplett Ozymandril, was der da überhaupt gemacht haben soll. Das frage ich mich ja bis heute, das war ganz merkwürdig. Oh, ich habe vergessen jetzt die Leute vorzulesen hier, mit Carla und so weiter. Fange ich jetzt auch gar nicht mal mit an. Schade eigentlich. Ich lese doch so gerne die Leute vor, aber bei Monkey Island 4 muss ich natürlich zum Ende hin noch ein wenig was erzählen. Tja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz der Widrigkeiten, trotz meiner, naja, manchmal meiner Gefühlsausbrüche, weil man ist ja doch ein bisschen mitgenommen und man muss ja sich durch das Spiel schlagen und so weiter. Und, das Spiel ist jetzt nicht so, ich versuche immer alles positiv zu sehen, ich versuche ja dann immer so, mich in diese Freude reinzubringen, was hier doch manchmal sehr schwer war, wenn ich das mal so sagen darf. Ach guck mal, ich finde es aber schön, dass hier alle nochmal so extra aufgezählt werden, das finde ich ja wieder toll. Die Credits am Schluss, das Beste am Spiel, nein, natürlich nicht, es war schon ein Spiel. Also Monkey Island 4, man kann sagen, was man will, Monkey Island 4 war auf jeden Fall ein Spiel. Das muss man ihm einfach zugute halten. Es war ein Spiel und wir haben es jetzt hinter uns. Und ich bin sehr gespannt, denn Monkey Island hat ja noch einen fünften Teil, den ich persönlich auch noch nie gespielt habe, der dann auch nicht mehr von LucasArts ist, sondern von Telltale. Telltale, die ja dann in die Fußstapfen versucht haben zu treten. Wobei ich sagen muss, Dedelic sind einfach die Nachfolger von LucasArts. Es ist nicht Telltale, so gut ich die auch finde, aber na, die müssen sich dann hinten anstellen. Um jetzt, da will ich jetzt aber keine Werbung machen, das ist rein objektiv betrachtet. So, Göttinnen des CD-Brenners. Ah ja, was haben wir denn noch alles? Produkt-Support-Manager, Support-Manager-Ansprechpartner, Hintlein-Spezialist. Aha, Manager, internationale Produktion, Lokalisierungskoordination. Übrigens, die Elaine Marley ist doch in Monkey Island 2 als Gouverneurin von Mealy Island zurückgetreten. Und hier wurde gesagt, es wäre ein lebenslanger Job. Sie ist aber zurückgetreten. Wieso ist sie hier plötzlich wieder Gouverneurin? Verstehe ich nicht. Sind einige Patzer drin, einige Unzulänglichkeiten, aber wenn man Monkey Island 4 für sich allein stellt, ohne jetzt zu sagen, das ist Monkey Island, kann man immer noch sagen, ja, Monkey Island 4 ist dann doch noch relativ ein Spiel. Ist halt ein Spiel. Es existiert. Monkey Island 4 existiert. Das kann ich darüber erzählen. So, ist ein bisschen wie Matrix 2, ein bisschen wie Highlander 2, das ist Monkey Island 4. So, jetzt höre ich aber auch auf. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Wie viele Leute da mitgewirkt haben. Das Problem war aber größtenteils, einerseits also von der Katastrophenstory mal abgesehen, war das größte Problem, glaube ich, die Engine, die ja dann von Grim Fandango übernommen wurde. Da wurde ja dann diese neue Engine übernommen, ich weiß nicht, wie sie heißt gerade. Da wurde ja nicht mehr die Scum-Engine eingesetzt, sondern die neue. Und ich glaube, das war das Problem, dass man versucht hat, dann zwingend auf diesen 3D-Zug aufzuspringen. Bei Grim Fandango war es cool, bei Monkey Island 4 war es leider ein kompletter Schuss in den Ofen, muss man sagen. So leid es mir tut, aber das muss man dann ja auch mal zugestehen. Was man sagen muss, auch wenn im Hintergrund gerade die Tröte trötet, die Musik von Monkey Island 4 war trotzdem wieder natürlich richtig gut. Also die Musik war spitze. Wenn man Monkey Island 4 heutzutage als Soundtrack verkaufen würde, wäre das gut. Ne, dann kann man ruhig mal sagen, ja, das ist gut. Wenn das Spiel dabei ist,
ist ein Spiel dabei. Dann kann man ja immer noch den Soundtrack hören, wenn man das möchte. Ich bin so gemein, es tut mir leid. Da haben sich ganz viele Leute ein bisschen Mühe gegeben. Nee, ganz viele Leute haben sich natürlich ganz viel Mühe gegeben. Das tut mir eigentlich wirklich leid, dass es so zerrissen wurde und so weiter und so fort. Aber trotzdem muss man natürlich, da muss doch irgendwer gesehen haben, das, was wir machen, ist nicht die gewohnte Qualität, ist nicht die gewohnte LucasArts-Qualität. Das verstehe ich halt nicht. Und auch so diese Story-Auflösung, dass der Herman Toothrot plötzlich der Großvater ist und dann diese Gefühlsausbrüche so, ach Großpaps, du lebst, ach so. Weißt du, das ist so ein bisschen, Da fehlt so auch so ein bisschen, die Charaktere waren auch so ein bisschen flach, der LeChuck war einfach, das ging nicht, das war nicht LeChuck, das war einfach irgend so ein dahergelaufener Sidekick, kann man sagen, ne, das war so wirklich, das war doch nicht LeChuck. Auch wenn am Ende dann den Mandrill zu Brei gehauen hat, das war einfach nicht LeChuck. War es nicht. Von der charakterlichen Ausarbeitung, Charaktere von Ron Gilbert, vergewaltigt von... Nee, Entschuldigung, tut mir leid. Aber ist egal, wenn hier Worte wie Schwuchtel vorkommen, dann kann ich auch mal sagen, vergewaltigt von... So, das reizt mir aber. Nee, aber wie gesagt... Monkey Island 4 ist durch, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet trotz allem ein bisschen Spaß. Und auf jeden Fall, dass ihr mehr Spaß hattet als ich teilweise. Tut mir leid, wenn ich ab und zu mal ein bisschen rumgepupt habe. Es ging teilweise nicht anders. Aber ich bin letzten Endes froh, dass wir es gespielt haben. Muss ich ja sagen, damit kriegen wir die Monkey Island Reihe auf jeden Fall komplett. Und wir sind gerüstet, wenn Ron Gilbert, ich drücke alle Daumen, hoffentlich die Rechte von Monkey Island bekommt. Das wäre ein Traum. So, jetzt auf jeden Fall Credits hier, Sprachaufnahmen, tralala, Aufnahmeleitung Matthias Geißler und Heiko Rieck, die Regie von Antje Roosch. Besonderer Dank ans Grim Fandango-Team, nein, wirklich nicht, nein, kein Dank. Ans Obi-Wan-Team, keine Ahnung. Wen haben wir noch? Die Stemless, kommt mir so bekannt vor. Aha, Grisanti, Villa Boy, Tango, Chris Gates, Billy Hinners, Johnny Lyons, Gidget, Pat Pitch, John Pitch, Bunker, David Jensen, David und Melinda Cruz, Bernhard und habe ich nicht gelesen. Ja, Feather, Pipapo. Das war also Monkey Island 4. Ich bin gespannt, wie lange die Credits noch laufen. Ich glaube, die Dankeschöns, das sind mehr Dankeschöns als Teammitglieder, wenn das weiter so geht. Aha, Schozi und Magi, aha, Wie dankbar die sind, The Production Gang. Ganz besonderer Dank an George Lucas Podolski. So, Copyright 2000 LucasArts Entertainment Company. Das war Monkey Island. Elaine? Ja. Timmy? Ja. Herman? Mommy? George? Hey Jungs, ich stecke hier unten fest. Wally? John Boy! Oh, hier geht's weit runter! Murray! Sean! Mike! Georgia! Flucht von Monkey Island! Trademarkzeichen hier einfügen. Flucht von Monkey Island! Trademark. Flucht von Monkey Island. Trademark. Ja. Flucht von Monkey Island. Monkey Island ist voll blöd. Die Flucht von Monkey Island. Trademark. Geht's hier jetzt noch weiter oder ist jetzt hier Ende? Flucht von Monkey Island. Aha, ja. Trademark. Tja, was haben wir denn hier auf dem Zettel? Was steht denn da? Aha, Wenn er also, sagen wir mal, ein RA ist, dann ist dagegen anfällig SS oder GG. Wir sind gerade ein BB, müssen zu SS oder GG, werden dann nicht AOE oder EOC. Ah ja. Ja, habe ich hier die Riesenliste von Monkey Combat. Habe ich gelesen, haben einige aufgegeben an der Stelle im Spiel, weil das Monkey Combat wohl zu, ja, naja, es ist halt kein Schwertkampf mehr.
Affensprache ist übrigens die uralteste Sprache der Welt, wo man mit vier Worten, also alle, egal wie man die vier Worte kombiniert, sie sind alle beleidigend. Wenn man also im Zoo ist und da sind Affen und die machen dann irgendwelche Laute, dann beleidigen die einen, da darf man denen ruhig auf die Fresse hauen. Ne, weil das ja Notwehr auch. Muss man aufpassen, dass sie nicht anfangen mit Kacke zu werfen, weil Affen im Zoo werfen gerne mit Kacke. Das ist dann Kotwehr quasi. Tja. Ja, puh, das war dann wohl die Flucht von Monkey Island. Ich glaube, man kann sich jetzt nochmal den Bildschirm hier angucken. Das ist sehr schön auch. Es wird aber nicht spannender, je länger man drauf guckt. Es wird einfach nicht spannender. Nee, ich gucke die ganze Zeit, es wird nicht spannender. Ja, früher gab es ja noch so, Sie können den Computer jetzt ausmachen. Lesen Sie doch lieber ein gutes Buch. Oder gehen Sie mal spazieren. Grüßen Sie Ihre Lieben. Schreiben Sie einen Brief. Pflücken Sie eine Blume. Gehen Sie mal wieder einkaufen. Einfach mal wieder in den Vergnügungspark. Streichen Sie jemandem durchs Haar. Streichen Sie jemandem ein Stück Butter aufs Brot. Streichen Sie jemandem ein Stück Butter durchs Haar. Streichen Sie jemandem Ihre Haare durch die Butter. Buttern Sie jemandem Ihre Haare aufs Brot. Broten Sie Ihre... Okay, das reicht jetzt aber langsam. So, ich glaube, das reicht jetzt auch von Monkey Island 4. Flucht von Monkey Island. Und wir flüchten uns jetzt mal ins Aufnahmeende, ins Spieleende. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wahlweise beim nächsten Monkey Island. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich als Nachfolgeprojekt mache. Ich lasse mich da überraschen. Mal gucken, was da kommt. Wahrscheinlich entweder ein Retro-Ding hier auf dem 13/14-Uhr-Slot. Die Monkey Island-Folgen sind ja generell immer um 13 Uhr erschienen. Und da sollen ja dann immer so Retro-Spiele oder Adventures laufen. Ich bin mir noch nicht sicher, was als nächstes kommt. Entweder ein Retro-Spiel oder ein Adventure. Meistens auch beides in Kombination, wie in diesem Falle. Und mal schauen, was uns da noch erwartet. Ich bin sehr gespannt. Wir haben noch einige Sam & Max-Teile vor uns. Wir haben noch einen Monkey Island-Teil vor uns. Wir hätten von Telltale noch ein paar im Angebot, von Dedelic hätten wir auch noch ein paar im Angebot, wir hätten noch ein paar alte Sierra Online Adventures im Angebot und so weiter und so fort und mal gucken, was da kommt, ich weiß es noch nicht, mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, in diesem Sinne, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet zumindest ein bisschen Spaß, auch wenn ich nebenbei immer geflucht habe wie ein Rohrspatz, es tut mir leid. Auf jeden Fall in diesem Sinne, ich glaube, beim nächsten Spiel wird es dann nicht mehr so sein, außer natürlich zwischendurch. Bisschen Aufreger muss ja immer drin sein. Und Horrido und bis neulich, bis zum nächsten Spiel, ne? Dankeschön, tschüss. Jetzt mach halt aus. Los, hier kommt nichts mehr. Das Spiel ist vorbei. Ich sage jetzt auch nichts mehr, ne? Ich bin jetzt auch ruhig, denn das Spiel ist vorbei. Ich habe mich verabschiedet und ich werde jetzt wahrscheinlich... Was mache ich denn jetzt mal? Ich könnte die Steuererklärung machen. Im Internet surfen. Ein paar Dateien aufräumen oder Desktop aufräumen. Vielleicht mit dem Hund raus, den ich gar nicht habe. Oder ins Tierheim fahren und einen Hund holen. Oder eine Runde Monkey Combat spielen, weil es so viel Spaß macht. Oder ein Let's Replay von Monkey Island 4 aufnehmen. Oder sinnlose Sachen ins Mikrofon brabbeln. Ich könnte auch
mit einem Zettel lustige Knistergeräusche machen. Naja, lustig ist was anderes. Ich könnte auch einen Witz aus einem schlechten Witzebuch vorlesen, das mich hier seit Jahren begleitet. Was wünschst du dir zum Geburtstag, Peter? Ich möchte unserem Kindermädchen gern mal den Hals waschen. Alter, das ist doch kein Witz. Das ist doch nicht mal annähernd ein Witz. Das ist doch einfach nur Scheiße. Alter, wer hat denn das Buch gedruckt, bitte? Wer gibt denn sowas raus? Markus hat zum Geburtstag ein Fahrrad geschenkt bekommen. Nach 2 Wochen fragt ihn sein Onkel, hast du noch Schwierigkeiten im Straßenverkehr? Ich nicht, aber die anderen Verkehrsteilnehmer. Ach Gott, ey, das ist so. Michael ist bei der Tante zu Besuch. Dort schreit ein Kind. Was hat es denn? Es bekommt Zähne, erklärt die Tante. Ja, willst denn keine? Ich leg das Buch lieber beiseite. Tja, oder... Atmen. Atmen ist immer eine gute Sache. Ich atme sehr gerne, manchmal auch regelmäßig. Atmen war, glaube ich, eins der ersten Dinge, die ich gelernt habe. Ich erinnere mich genau, damals, als ich geboren wurde, habe ich dann auch mit FaceTime gleich aufgenommen. Nee, das ist krank, das erzähle ich ja nicht, das kann ich nicht sagen. Damals gab es kein FaceTime. Damals war alles aus Holz. Auch meine Geburt war aus Holz. Ich war damals übrigens auch aus Holz. Ich bin ein richtiger Junge. Ja, ich weiß noch, mein Vater Geppetto hat die eine Schnur besonders lang gemacht. Deswegen verliere ich auch ständig den Faden. Was? Keine Ahnung, habe ich den Faden verloren. Was ich damit jetzt sagen wollte, keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, jetzt reicht's mir aber. Tja, ich könnte mal auf den Tisch hauen. Gibt aber Störgeräusche beim Mikrofon, dann mache ich das nicht. Ich finde es toll, dass hier am Ende vom Spiel einfach die ganze Zeit dieser Schriftzug steht. Ich finde, der wertet das Bild einfach auf. Diese liebevoll gesetzten Sterne im Hintergrund, die aussehen wie Kokosflocken oder wie Weihnachten in einer Koksfabrik. Auch der Boden sieht sehr liebevoll aus. Ne, ist doch einfach liebevoll gemacht alles, muss man einfach mal sagen. Schön einfach. Diese Grafik könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Ich glaube, das mache ich mir als Desktop-Hintergrund. Weil es einfach so schön ist. Weißt du, manchmal muss man auch die Schönheit entdecken. Auch wenn etwas gar nicht schön ist. Tja. Nun. Guck mal links die Pflanze, wie gut die gerendert wurde. Da geht das eine Blatt durch das andere hindurch. Das ist ja bei Pflanzen sehr oft so. Oh Mann, das sieht nicht aus wie eine Pflanze, das sieht aus wie lauter Zungen. So blaue Seekuhzungen. Nicht, dass dich das jetzt geil macht oder so. Ja, muss ich schon aufpassen. Darf hier nicht ins Erotische abgleiten. Seekuhzungen. Ja. Einfach mal mit einer Seekuh paaren. Gab es ja früher so ein Chat-Tool, das hieß übrigens iSeekuh. Gott, der hätte auch ein Witz im Buch sein können. Tut mir leid. Ja, iSeekuh. Tja, ich würde sagen, ich drücke jetzt mal auf Aufnahmeende, dann haben wir es aber wirklich hinter uns, ne? Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Monkey Island. Mal gucken, was kommt. Auf jeden Fall bei den anderen Let's Plays. Und vielen Dank nochmal.
ganz besonders an dich, wenn du bis hierher durchgehalten hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und gerade auch Monkey Island 4 hatte jetzt nicht so viele Zuschauer, muss man ja zugeben. Aber darauf kommt es letzten Endes auch nicht an. Es kommt ja darauf an, dass wir es halt doch durchgezogen haben. Vor allen Dingen für die Retro-Freunde und so weiter und so fort. Es müssen nicht immer die AAA-Titel sein. Es dürfen auch gerne mal ruhig ältere Spiele sein. Es dürfen auch mal Kultspiele sein. Es darf auch mal ein Highlander 2 wie Monkey Island 4 sein. Kann man ja alles mal machen, ne? Es kommt ja nicht immer nur auf die Views und tolle Zahlen und sonst irgendwas drauf an, dass man der Allertollste ist, weil man die tollsten, neuesten Sachen macht, bla bla bla. Darauf kommt es doch gar nicht an. Darüber definiert man sich einfach nicht. Muss ich mal feststellen. So. Auf jeden Fall in diesem Sinne, vielen Dank nochmal ganz besonders an dich, dass du bis hierher ausgehalten hast, dass du der Serie treu geblieben bist und so weiter und so fort. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe, ich werde mit dem Nachfolgeprojekt ein würdiges Nachfolgespiel finden, das vielleicht sogar noch ein wenig unterhaltsamer ist als die Flucht von Monkey Island. Man weiß es nicht genau. Wird natürlich sehr schwer, sehr, sehr schwer, gerade weil Monkey Island 4 ein Grundpfeiler deutschen Humors ist. Oh Gott. Muss ich selber lachen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was uns da als nächstes in die Hände kommt. Ich vermute mal zu diesem Zeitpunkt, es wird das andere Monkey Island 5 sein. Ich weiß nicht genau, wie hieß es nochmal? Habe ich vergessen. Siehst du? Weil es nicht von LucasArts ist. Aber es wird bestimmt Monkey Island 5 sein. Ich lasse mich überraschen. Und vielleicht, wenn es was anderes ist, sehen wir uns hoffentlich da wieder. So. Jetzt aber tschüss und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis später. Du gibst auch nicht auf, ne? Du lässt das einfach eiskalt weiterlaufen. Du bist schon ein eiskalter Bastard. Natürlich einer von der guten Sorte. Ne? Oder? Hm? Unter uns? Jetzt mal hier? Hand auf den Herd. Nee, wie heißt das? Hand ins Feuer? Hand aufs Herz. Hand auf den Herd. Was? Habe ich mal gemacht, als ich klein war. Habe ich heute erst erzählt, die Story. Als ich klein war, habe ich mal mit beiden Händen auf so eine heiße Herdplatte gefasst, sodass die beiden Hände quasi von unten total verbrannt, verschmort und mit Blasen beschlagen waren. Und dann kriegst du die Hände auch nicht so einfach ab von der heißen Herdplatte, weil das Fleisch ist ja wie, als wenn du so ein Schnitzel oder so ein Stück Fleisch auf die Herdplatte legst. Das klebt ja fest von dem ganzen Eiweiß, Pipapo, Tralala, was da so drin ist. Keine Ahnung, ich bin kein Fachmann. Auf jeden Fall musste man die Hände dann richtig runterreißen von der Herdplatte und dann erstmal schön Krankenhaus mit zwei halb durchgebratenen, rohen, offenen Händen. Das ist egal, tut mir leid, ich wollte jetzt das Ende nicht versauen. So war das jedenfalls damals. Boah, das muss ganz schön wehgetan haben. Ich glaube, ich habe auch gebrüllt wie am Spieß. Ich kann mich heute aber nicht mehr so daran erinnern, an die Schmerzen, nur noch an das Happening. Hätte man mit dem Bratenwender so abhebeln müssen. Und ich glaube, es hat auch nach verbranntem Fleisch gestunken. Ist ein bisschen ungeil eigentlich. Gott, habe ich früher Scheiße gebaut. Da könnte ich noch Geschichten erzählen. Könnte ich die Aufnahmen noch eine Stunde lang hinauszögern. 2, 3, 4 bestimmt. Naja, aber das mache ich ja dann im Minecraft-Let's Play. So, auf jeden Fall jetzt aber tschüss. Nee, jetzt ernsthaft, ne? Tschüss. Dankeschön nochmal. Tschüss. Gott, bin ich bescheuert. Wieso quatsche ich eigentlich so lange am Ende vom Spiel? Keine Ahnung. So, jetzt bin ich aber raus, ne? Dankeschön nochmal. Bis später. Tschüss.